Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal den Feuerwerk-Simulator, weil ja bald Silvester ist. Und ja, viele können ja kein Silvester feiern, weil momentan ja verboten ist, Raketen und sowas steigen zu lassen oder halt Böller zu zünden. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, werden wir heute mal diesen Simulator hier zocken. Und ja, mal schauen, wie das Ganze auf jeden Fall ist. Ich habe mir auf jeden Fall noch nicht so richtig gespielt, aber ich glaube, wir haben den damals mal irgendeinem Livestream oder so gespielt. Wir haben hier auf jeden Fall so eine kleine Rakete oder sowas. Wenn ich hier so auf Starten drücke, dann explodiert die hier auf jeden Fall. Voll cool. Und ich kann hier auf jeden Fall welche aufsammeln, glaube ich. Ja, ich kann hier die Sachen mal aufsammeln. Das mache ich mal kurz. So, hier ein paar Sachen einfach mitnehmen. Und dann lasse ich die jetzt mal alle explodieren. Wo kann ich das am besten machen? Gehe ich hier drauf? Nee, wo muss ich denn drauf, um die zu explodieren zu lassen? Wenn ich auf Start gehe, dann explodiert bloß diese eine, die ich hier in der Hand habe. Okay, wahrscheinlich ist das unter doch Raketen oder sowas. Öffnen. Ist es vielleicht das hier? Ah, ich bekomme hier irgendwas. Ah, ich habe hier irgendwas bekommen. Irgend so ein Stäbchen. Ah, ist das eine Wunderkerze? Kann das sein? Das wäre cool. Oder was war das? Weiß irgendjemand, was das ist? Der kann es dann gerne in die Kommentare schreiben. Ah, oder muss ich die erstmal aufsammeln? Kann das sein? Ja, jetzt habe ich 10 von 10. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke. Ah, nee, doch. Ich schieße in die Luft. Okay. Aber ich bekomme von dem Geld, was ich mir kaufe, also was ich hier aufsammle, eher gesagt, kann ich mir hier Sachen kaufen. Und das hätte ich gesagt, machen wir gleich mal. Wir machen hier mal auf Shop und dann kaufe ich eine neue Rakete oder sowas. So, Explosionszeug. Ja. Irgendwie. Achso, das ist nur diese Explosion, okay. Feuerwerk, das ist das Richtige, Leute, hier. 80 müssen die Zweier. Ne, wir machen mal Raketen hier, Leute. Achso, die können wir uns eh nicht leisten. Hier unten sehen wir den Betrag. Wie viel brauchen wir davon? Wir haben 10.000, oder? Ja. Das brauchen wir noch ein bisschen was. Ich hätte gesagt, wir sammeln jetzt erstmal ein paar Coins ein und danach hätte ich gesagt, kaufen wir uns mal so eine Rakete. Da hätte ich auf jeden Fall voll viel Bock drauf. Die kostet, glaube ich, nur so 22.000, was ich jetzt noch in Erinnerung habe. Das werden wir uns auf jeden Fall mal kaufen. Und das andere sind irgendwie nur so Art Munitionszeug oder sowas. Das bringt uns jetzt nicht so viel, aber ja. Aber ich glaube, mit dem Geld geht es eigentlich schnell so. Hä, als ob da drüben einfach Geld gespawnt ist, was wir nicht bekommen. Wie geil. Oh, perfekt. Aber bekommen wir hier Geld? Ja, wir bekommen Geld, wenn wir die Sachen hier hochschießen. Dann machen wir das einfach. Immer hier schön hier Sachen in die Luft jagen. Yippee-ay. Das ist es, Leute. Ich muss schon sagen, irgendwie hat dieser Tycoon schon was. Oder dieser Simulator. So, erstmal hier schon die Sachen in die Luft jagen. Jetzt haben wir schon 17.000. Läuft auf jeden Fall bei uns. Also geldmäßig, es geht jetzt wirklich schnell nach oben. Müssen halt hier immer schön die Sachen explodieren lassen. Immer schön nach oben schießen. Und ich glaube, jetzt haben wir genug. Gehen wir mal auf Shop. Ne, wir müssen doch nach da hinten. Ich hoffe, wir können uns jetzt die Rakete kaufen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Feuerwerk, so, Rakete. Die ist nicht die hier. Die hier wollte ich mir kaufen. Ist nur eine kleine, aber wir können uns leider nichts anderes leisten. Das ist das Problem. Aber schaut euch mal das an hier, Leute. Das ist doch voll cool. Und jetzt, Leute, schießen wir es in die Luft. In 3, 2, 1. Yay! Ja gut, ich habe mir irgendwie mehr unter der Explosion vorgestellt. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht, aber es ist irgendwie die gleiche Animation wie bei dem anderen auch, oder? Was wir davor hatten. Also wir hatten ja davor dieses andere Ding und ich weiß jetzt nicht so unbedingt. Ja, das andere war genau das gleiche irgendwie. Aber ich hätte gesagt, wir tun vielleicht jetzt erstmal hier die ganzen Sachen hier in die Luft jagen. Also wir tun jetzt erstmal hier wieder so schön erstmal ein paar Raketen abschießen. Mache ein bisschen Geld und danach will ich auf jeden Fall mir noch diese andere Rakete kaufen für 45.000. Dieses eine Münzending da hinten bekommen wir nie, ey. Das ist immer das Beste. So. Ja, wir haben jetzt schon wieder 13.000. Das läuft auf jeden Fall. So, wieder schön hier sammeln. 16.000 und 17.000 gleich. Ich glaube schon noch, dass wir das jetzt schaffen mit den 45.000. So. Hier immer schön diese Dinger abschießen. So, jetzt haben wir schon 25.000. Also es läuft, Leute. Es wird wirklich was. Ach, oder was mir gerade einfällt, wir konnten doch bei dieser Explosion da diese Dings kaufen, diese Explosion, oder? Vielleicht ist es das. Das wäre vielleicht auch erstmal eine Lösung, vielleicht das erstmal zu kaufen. Also diese Effekte halt. So. Ich suche auch gerade das Mädchen, wo die hier irgendwo rumsteht. Die muss doch hier irgendwo auch was machen, oder nicht? Campt die bloß? Das kann halt auch möglich sein.
Kann ich das Ding hier abschießen? Geht das? Müssten wir mal ausprobieren. Ich tue aber erstmal das Geld hier sammeln und danach tue ich die andere Rakete mir holen. Und danach können wir mal ausprobieren, die abzuschießen. Könnte vielleicht funktionieren. Dann bekommen wir vielleicht mehr Geld. So, hier noch ein bisschen, da ein bisschen. Aber ich finde das Mädchen halt einfach nicht. Die ist irgendwo und macht richtig viel Geld. So, Leute, gleich haben wir hier die 45.000. Und hier ist gerade auch irgendwas abgestürzt. Da ist sie. Ich habe sie gefunden. Sie hat ganz schön viele Pets. Oh, mir fällt gerade ein, wir hätten auch mal unsere Pets rausholen können. Das hätte bestimmt was gebracht. Ja, jetzt haben wir unsere Pets auch. Ich glaube, da hätten wir noch mehr Geld gemacht irgendwie. Hätte uns mehr gebracht. So, Feuerwerk. Und das hier wollte ich mir... 48.000 kostet das. Ach du Heilige. Ja gut, das habe ich jetzt nicht unbedingt gewusst. Aber 48 haben wir auch gleich. Perfekt. So, kaufen. Leute, jetzt haben wir die hier in der Hand, die Rakete. Und mal schauen, wie die jetzt ist. Aber wir müssen erstmal wieder Dings sammeln. Munition. Oder Schuss eher gesagt. Und jetzt, Leute, mal schauen, wie die ist. Oh ja, Leute, die hat schon mal ein bisschen mehr drauf. Also ich muss schon sagen, das ist auf jeden Fall auch voll cool gemacht. Und ich glaube, wir machen jetzt auch mehr Geld, oder? Kann das sein? Durch die Pets, dass wir da irgendwie mehr Geld machen? Ja, ich glaube schon, das Geld geht da schon ganz schön hoch. So, yippee. Wir sind jetzt schon wieder bei 30.000. Es läuft schon 50.000, Leute. Das ist unsere Runde. Kann man da oben überhaupt irgendwas irgendwie hochjagen oder sowas? Ja, starten. Genau, ja. Ui, oha, habt ihr gesehen? Wir konnten einfach irgend so eine Rakete gerade starten. Oh mein Gott, das war schon cool. Und diese Explosion war auch voll nice. Also blöderweise hört ihr diese Explosionsgeräusche nicht, weil im Hintergrund halt auch urheberrechtliche Musik läuft und ich deswegen auch nicht den Spielsound anhabe. Aber ich muss schon sagen, die Explosion war schon cool. Also ich fand sie auf jeden Fall nice. Zwar ohne Sound, aber wenigstens coole Explosion. So, hier immer schön die Sachen in die Luft jagen. Perfekt. Jetzt ist sie einfach rausgegangen. Sie hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich YouTuber bin. Oder sie hat gemerkt, dass ich zu schlecht bin. Ich weiß es nicht. So, und 100.000, Leute. Perfekt. Yippee-yay. Immer schön Raketen starten. Können wir schon für 100.000 uns irgendwas kaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Glaubt die nächste Rakete, oder? So, mal schauen. Ah, die kostet 135. Aber da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ey, die hier auch mit 380 fast. Das ist schon ganz schön viel. Aber die hier mit 153, die schaffen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Die andere glaube ich jetzt nicht mehr so unbedingt. Ja, ich wollte ihn nur mitnehmen hier. Perfekt. Uns fehlt nicht mehr viel zu den 150.000. Das schaffen wir, Leute. Wir sind die Action Wolf Army und wir schaffen alles. Und wir haben jetzt schon einfach 136.000, eigentlich jetzt schon 37.000. Voll gut. Denn wenn ich überlege, dass wir vor uns, glaube ich, bei 2.000 oder so angefangen haben. Stabile Leistung auf jeden Fall. So, hier vorne, das müssen wir auch noch mitnehmen. So, immer schön nach oben schießen. Ja, wir haben irgendwelches Geld bekommen. So, erstmal die Rakete kaufen, Leute. Und ey, danach, Leute. Also hier ist erstmal die Rakete, Leute. Ey, das ist schon krass. Und jetzt schießen wir die mal hoch, Leute. In 3, 2, 1. Oha, die hat einfach diesen lilanen Effekt. Ja gut, auch bei einer lilanen Rakete ist das logisch. Aber sowas gefällt bestimmt Sophie. Also sie steht ja so auf lila. Deswegen war die Rakete für Sophie. Ich wollte jetzt doch die ja, Effekte vielleicht kaufen. Explosionseffekte. Oh ja, die ist auch eigentlich gut, oder? Also die kosten 300 da. Das ist ein bisschen mies. Die können wir uns auch nicht leisten. Aber die wären schon alle voll cool. Aber das können wir uns hier kaufen. Das war cool hier. Schaut euch das nochmal an, Leute. Also nicht das hier. Das da hier. Das ist schon cool. Das kaufen wir uns. Schaut, Leute. So, oha Leute, also ich muss schon sagen, effektmäßig haben wir uns sehr gut verbessert. Also die Effekte feiere ich sehr. Das Spiel hat auf jeden Fall was, man kann es auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen weiter spielen. Also ich habe jetzt privat vielleicht noch ein bisschen Zeit und zocke das jetzt noch ein bisschen hier weiter. Ihr könnt es auf jeden Fall auch gerne machen. Das Spiel heißt Feuerwerksimulator, also jeder kann das auch gerne privat im Roblox spielen. Ja, sonst Leute hätte ich gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und auch keine weiteren Livestreams. Und ja, dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein, ciao, ihr Action Wolf. Und jetzt nochmal eine Explosion. Und ciao.